herzlich willkommen zu einer neuen Degusta-Box. Es wird wieder gefuttert. So, ja, das war schwer. Wir machen die wieder zusammen auf, ganz klar. Einmal tack, einmal tack und zack. So, und damit ihr nicht gleich seht, was alles drin ist, schiebe ich sie wieder zur Seite. So, machen wir sie leicht auf. So, hoffen wir mal, da ja Dezember ist, vielleicht ist ja ein bisschen Spekulatius und sowas alles drin. Oder mal wieder was Leckeres, Rotwein oder Weißwein oder irgendein Wein. So, was haben wir hier? Wir haben haufenweise Toilettenpapier, nochmal Toilettenpapier, nochmal Toilettenpapier und nochmal Toilettenpapier. Gut, alles klar, weiter geht's. Wir haben MK Kellogg's Plant Protein Crunch Müsli. Lecker! Geht weg. So, nächste. Crispy Chicken. Seasonic Mix for Crispy Chicken. Naja, Tex-Mex. Cool. Cool. Oh, wir haben ja nochmal Kellogg. Wieder Plant Protein. Immer zweimal. Super. So, was haben wir noch? Wir haben Tortilla Original Chippies. Das ist geil. Also da muss ich sagen, das ist cool. Ja, vielleicht essen wir die morgen mit Ente. Nein. Santa Maria, coole Sache. Coole Sache, coole Sache. Da muss man mal echt sagen, haben wir mitgedacht. So, was haben wir hier? Twix, als ob ich mir das nicht gerade erst gekauft hätte. Spekulatius Gewürzmischung. Wir haben Weihnachten, habe ich doch gesagt. So, was haben wir hier? Eine große Dose Bitburger Winterbock. Helles Bockbier. Hatten wir nicht letztes Mal auch eine Flasche in irgendeiner anderen? War, glaube ich, das gleiche. Aber ist cool. Ist gut. Bier kann man nie genug haben. So, was haben wir hier? Giflor Schoko Karamell Flavor Geschmack. Steht meine Frau drauf. Kann sie abends naschen, denn wieder vom Fernseher. Die kleine Naschkatze. So, was haben wir hier? Tee. Mate pur. Bad Heilbronn. Geschmack ohne Ablenkung. Hä? Ja, super Tee. Klassisch Mate-Tee aus Südamerika. Kräftig pur. Wenn jemand weiß, was Mate-Tee ist, könnt ihr mir das ja mal verklickern. So, was haben wir hier? Mate for Made for Made. Ich wollte schon Mate. Da steht Mate und hier steht Made. Made for Meat. Smoking Pepper Barbecue Soße. Made for Meat. Chipotle Burger Style. Okay. Also da bin ich schon wieder heiß drauf. Das ist schon wieder eine coole Sache. So, was haben wir hier? Wir haben hier Snackbar Blueberry. Warum nicht? So. Machen wir mal noch mal ein bisschen wühlen hier. Nächste. Cookies and Cream. Alpen Chocolate Cookies. Leckere Keks umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Oh. Das ist für Papa. Das ist für Papa. Lecker. So, was haben wir hier? Fällt mir leer aus der Hand. Wir haben Marmetube. Fruchtbrotaufstrich pur de Constitut Pfirsich. Ohne Kerne und Fruchtstücke. Boah, ich denke mal, meine Frau probiert das bestimmt aus. Warum nicht? So, was haben wir hier? Wir haben, geht ja immer noch weiter, ist ja richtig voll hier. Kokosblütenzucker. Kokosblütenzucker, neu von Dr. Oetker. Natürli. Natürli, steht Natürli drauf. Wenn Natürli drauf steht, ist Natürli drin. Kokosblütenzucker, warum nicht? Ich meine, da bin ich für Neues immer mal offen, muss man mal probiert haben. So, was haben wir noch? Rama Chiliöl. Zum Dippen, Verfeinern und Marinieren. Also sowas ist geil. Da muss man mal ganz ehrlich sagen, sowas ist richtig geil. Finde ich, sowas finde ich cool. Wenn der Chili nicht zu stark ist und alles sowas, dann kann man das machen. Kann man mal machen. So, weiter geht's. Wir haben hier eine Trinkkiste. Rooibos-Tee mit Kirsche. Kirsche.
ist Küche. So. War es das jetzt oder ist da noch irgendwo was? Nö, dort war's. Dort war's, Leute. So. Gehen wir nochmal ganz lecker durch. Wir haben einmal diesen tollen Kirschtee, wo sich meine Frau jetzt schon freut, den trinken zu dürfen. So, Mate pur. Was auch immer. Zweimal Kellogg's. Einmal Kokosblütenzucker. Das muss ich probieren. Das ist bestimmt irgendwie was Cooles. Das denke ich mal Brotaufstrich. Fruchtaufstrich. Naja. Die Dinger hier, keine Ahnung. Snackbar, Blueberry, keine Ahnung. Die werde ich mit meiner Frau zusammen vernichten. Twix, aber mit Spekulatius, cool. Dieses Crispy Chicken freut mich auch. Habe ich auch Lust drauf. Dann die Tortilla Original. Super. Kann man immer mal essen. Zu irgendwelchen Soßen. Vielleicht sogar zu den Soßen, wenn du ein bisschen Fleisch dazu hast. Kann man machen. Cookies and Cream, geile Geschichte. Und das Chiliöl finde ich ja richtig fett. Ja. Schnell durchgeeiert, super Sache. Eine super Box, wie ich finde. Coole Sachen drin. Zwar viele Kleinigkeiten, aber okay, auf die Kellogg's-Dinger hätte ich jetzt verzichten können. Der Mate-Tee ist jetzt auch nicht unbedingt der Highlight. Aber die anderen Sachen, ey, wir hatten noch nie so eine riesen Tube hier. Vielleicht ist es ja gut, wer weiß. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Geschmack gefunden. Ich hoffe, ihr habt auch Hunger, genau wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. You should have saved me some. Goodbye.